So Leute, willkommen zurück zu Zelda Spirit Tracks hier beim Turm der Götter, der endlich komplett ist und in dem wir uns jetzt bis an die Spitze vorkämpfen werden, wo ich schon sehr gespannt bin, was jetzt auf uns zukommt. Wird bestimmt nicht ganz einfach. Mal schauen, vielleicht gibt es ja neue Gegner, neue Phantome, ich weiß es nicht. Ich meinte ja das letzte Mal, dass ich glaube, dass es keine neuen gibt. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Der Turm der Götter ist wiederhergestellt, Link. Aber noch immer spüre ich die Präsenz des Bösen in der Nähe. Jetzt können wir bis nach ganz oben zum Gefängnis des Dämonenkönigs. Ich mache mir Sorgen um Schiene, also lass uns schnell nach oben gehen. Vielen Dank für deine Hilfe, Link. Bald ist es endlich geschafft. Wollen wir aufbrechen? Müde. Das meinst du doch nicht etwa ernst, oder? Nee, komm. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Gehen wir. Einfach so, oh, ich bin zu müde, kein Bock. Wo ich auch gleich sagen kann, ich hoffe, man merkt's nicht, dass ich mal wieder erst vor kurzem aufgestanden bin. Und ich bin jetzt mal leise, denn ja, jetzt haben wir hier die komplette Musik, ja, jetzt baut sich die Musik komplett auf und die ist ziemlich, ziemlich episch und sorgt für eine ziemlich geile Atmosphäre. Geil, oder? Okay, let's go in den letzten Teil des Turms der Götter, des Turm der Götters. Nee. Dies ist die letzte Prüfung, Link. Nur noch dies hier, dann sind wir auf der Spitze des Turms. Aber ich mache mir dennoch Sorgen. Wie? Mein Körper. Ich habe Angst, dass ich auch zu einem Dämon werde. Was für eine schreckliche Vorstellung. Ja, auf der Karte sehen wir allerdings direkt, es gibt hier neue Phantome. Die hatte ich tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung. Und ich will mich denen fürs Erste lieber nicht nähern, denn ja, das sind natürlich bisher eigentlich fast die gefährlichsten. Würde ich schon sagen. Hier geht's weiter nach oben. Ja, diese Phantome haben auch alle was mit diesen brüchigen Steinen zu tun und ich komme hier nirgends durch. Ja gut, dann muss ich mir tatsächlich gleich so ein Phantom zu Hilfe nehmen. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich gehe erstmal. Nein! Da oben durch! Oh Gott! Ja, das sind, ich glaube, die heißen Rollphantome, ja. Eben aus dem Grund, weil sie rollen. Oh Gott. Ach du. Heilige Scheiße. Ja, komm, 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 komm. Ich muss die halt zur Hilfe nehmen, weil ich hier sonst nicht durchkomme durch diese Felsen. Fuck. Was ist gerade passiert? Ja, ich stehe aber auch gerade so scheiße. Ich komme hier nirgends durch. Zumindest nicht, ohne mich von dem Phantom treffen zu lassen. Ja, okay. Hier komme ich eh nicht durch, weil da kann ich den nicht einfach durchlocken. Ja, warte mal. Komm mal mit. Okay. Das war jetzt etwas schneller, als ich erwartet hatte. Wie das eine Phantom da unten gerade in die Kamera geguckt hat. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass mich ein Phantom erwischt hat. Ah, jetzt steht er aber gut. Jetzt kann ich den hier schnell mich sehen lassen und hier durchlotsen. Oh, du... Nein, du Arsch! Warum bleibst du denn stehen? Wärst du 1 Zentimeter weitergerollt, weißt du? Aber nein. Die Felsen, die müssen intakt bleiben.
Ich meine, ja, es ist jetzt eh nicht so schlimm, dass ich mich die ganze Zeit... Ist das dein scheiß Ernst, du... böses Wort, was ich sagen wollte, es ist eh nicht so schlimm, dass ich mich hier die ganze Zeit treffen lasse, weil... Ja, hier verliert man halt ein Herz und ist wieder am Anfang des Raumes, aber sonst... Komm, komm, nein, was macht... Warum geht der so schnell, what the fuck? Aber ja, in Phantom Hourglass war es halt das Gleiche und du hast ein bisschen Zeit verloren, ja? Da war es ein bisschen... Ah, scheiße. da waren die Folgen ein bisschen schlimmer. Was macht der Typ denn da? Komm jetzt, jetzt... Jetzt komm mal her, jetzt roll hier durch die scheiß Steine durch. Das kann's ja nicht sein hier. Natürlich prallt er ab. Okay, komm, jetzt sind die Felsen wenigstens weg. Ich lass mich hier zwar gerade echt oft erwischen, aber... Wie gesagt, mir persönlich ist es eigentlich ziemlich egal, ja. Es hat keine Konsequenzen, hier sind auch noch Felsen. Fuck. Mir fällt gerade ein, ich bin ziemlich dumm, weißt du, weil... Ich habe hier auch Bomben. Und die gehen hier ebenfalls durch. Wie komme ich erst jetzt drauf? Das ist das Ergebnis, wenn man kurz nach dem Aufstehen erstmal Let's Play'd. Ja? Erstmal aufnimmt. Da musst du erstmal darauf achten, dass du zumindest halbwegs nicht verschlafen klingst. Und dann musst du noch im Spiel so... So dein Köpfchen anstrengen, weißt du? Okay. Hier ist einfach nichts. Alles klar. Oh Mann, irgendwie... Irgendwie schäme ich mich ja gerade schon dafür, aber... Andererseits... Hat das jetzt für ein paar... Lustige Szenen gesorgt. Nein, nicht auf das Phantom, Link. Stopp. Oh Mann, ey. Ja, gut, erstmal schön frustrieren und dann drauf kommen, dass das ja ganz einfach geht. Okay, schauen wir mal, was es hier so gibt. Ein kleines Schieberätsel. Warte mal, irgendwie muss das doch... Achso, ich kann ja diesen Block da einfach nach links ziehen. Na, was ist denn mit dir, hä? Alter, was hat der denn? Alles klar. Alles klar, mein Freund. Ah, jetzt ist da eine Schatzkiste, alles klar. Ja, hätte ich mal dieses Schieberätsel vorher gemacht. Bevor ich mich da umgeschaut hätte. Was? Komm, ich befreie den jetzt, ja. Ich bin ein gutmütiger kleiner Link. Ja, jedes Phantom hat es verdient. Aus... Ich weiß nicht, ist aus so einem Anfall befreit zu werden, ja. Ich nenne das jetzt einfach mal Anfall. Scheiße! Und mit sowas danken die mir, weißt du? Also wenn ich normal laufe, sind die ein kleines bisschen schneller, glaube ich. Habe ich vorhin mitbekommen, aber wenn ich rolle, kann ich denen easy entkommen. Gut, was haben wir hier? Ah, okay, da ist der kleine Schlüssel. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal in dieses Stockwerk dann zurück. Einfach so ganz dreist an ihm vorbeilaufen. Ah, shit. Tschüss. Als ob du mich gesehen hast.
Ich will mich noch unten links da kurz umschauen, was da ist. Oh, fuck, 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 fuck. Ist da irgendwas? Nö. Da ist einfach nichts. Scheiße. Alter, das war jetzt... Das war fucking risky, aber ich meine, ich hatte keine Wahl, ja. Sonst wäre ich auf jeden Fall umgerollt worden, ja. Umgewälzt worden, besser gesagt. Ich will gar nicht wissen, wie schwer diese Phantome sind. 18. Stock. Und da ist der zweite Lichttropfen. Und den Bogen brauchen wir hier auch auf jeden Fall. Okay, ich lasse das da einfach mal stehen. Oh nö. Nicht diese scheiß Typen. Okay, ich glaube, hier rechts gibt es nichts. Hier sind einfach noch mehr von den Typen. Ich glaube, ich verstehe schon. Ich muss... Ja, hier muss ich den... Wie habe ich sie genannt? Die Umlenker oder Umleiter. Den muss ich auf jeden Fall auf diese Markierung da aufstellen. Ganz, ganz easy. Bitte versperr mir nicht den Weg. Der kommt hier halt nicht mal durch, weißt du? Und dann meint er, sich da hinstellen zu müssen. Nein, Link, stopp. Ich habe hier drauf getippt. So. Jetzt auf den Schalter und zack. Achso, ich muss... Ah, achso, das habe ich nicht gesehen. Dim, dim, genau. Perfekt. Dim, 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 dim. Und jetzt haben wir da eine Brücke, sehr schön. Ja, du kannst dich wieder schließen, ist gut. Diese Statuen, auf denen diese Mini-Blinds da draufstehen, die kann man ebenfalls zerstören mit den Rollphantomen und die müssten hier dann eigentlich auch spawnen. Genau wie ich sage, alles klar. Als ich es sage, Entschuldigung. Das war grammatikalisch nicht ganz korrekt. Okay, den kann ich hier ganz einfach freibomben, dadurch, dass der jetzt mich nicht gesehen hat. Kann ich da auch ein bisschen... Ja, mir ein bisschen Zeit lassen. Mehr oder weniger zumindest. Ja, ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Da ist auch schon der letzte Tropfen. Ah, den Raum habe ich als recht komplex in Erinnerung. Wir haben hier erstmal diesen Haufen an Steinen und ich bin gerade... Oh Gott. Ah, meine Nase. Die hat sich gerade einfach verstopft. Ich hoffe, ich werde nicht krank, aber bei mir ist es eigentlich relativ normal, dass wenn ich nach dem Aufstehen viel quatsche, was jetzt natürlich nicht so oft vorkommt, aber wenn es halt vorkommt, dann wird irgendwie immer meine Nase verstopft. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist halt ziemlich doof. Naja. So, ich lasse den hier erstmal alles kaputt machen. Weil ich glaube, dass... Okay, dass unter diesem Haufen irgendwas versteckt ist. Ich wüsste sonst nicht, warum... Oh mein Gott, Alter, war das knapp. ich wüsste sonst nicht, warum hier dieser Haufen an Steinen ist. Weißt du, ich weiche so voll krass aus und dann laufe ich dem direkt hinein. Du könntest jetzt die auch mal hier langsam kaputt machen, das wäre echt schön. Na komm, komm, komm. Na, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, okay, alles klar. Muss ich das hier auch noch kaputt machen oder nicht?
Ja, ich glaube schon. Weil ich muss diesen... Nein! Ah, fuck you. Weil ich muss das... den Umleiter... Ihr habt's gesehen, da auf diese Markierung wieder stellen. So wie schon... vorhin. Und weißt du was? Ich mach das hier jetzt allein. Ich, braucht dem seine Hilfe nicht, vor allem weil das einfach so viel schneller geht. So, erstmal hier hinstellen, dann kannst du dich bitte verduften. Warum hat er jetzt nach links geguckt? Nach links. Nach rechts. Ich gehe so die Treppe runter und er so, ist da rechts was? Ach ja, da ist ja Link. Ach. Motherfucker. So, warte mal, wenn der da drauf steht. Dann geht er hier nach unten, als ob der mich erwischt hat. What the fuck? Ich laufe wieder gegen die Wand. Und jetzt bin ich bei dir. Weißt du, ich war hier so über der Treppe und er einfach hier so gegen die Treppe. Das war sehr seltsam. Liebes Phantom, ja, so. Hör auf zu cheaten. Okay, jetzt müsste eigentlich alles passen. Okay, ich dachte schon. Ich muss das alles wieder zerstören. Ich muss den Block wieder hinschieben. Scheiße. Also hier sind die Folgen doch ein bisschen größer, wenn man sich von dem Phantom erwischen lässt. Das ist gar nicht mal so cool. Nein, Link, warum schlägst du es? Ich will es doch nur aufheben. Also nicht, dass es jetzt so mega schlimm wäre, aber ja. So, jetzt öffnet sich die Tür hier zu dem Auge und... das müsste es gewesen sein. Ja. Hauptsache, ich sag so... ja, also den Raum habe ich komplex in Erinnerung und dann war das eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Eigentlich ein bisschen zeitaufwendig, ja. Aber jetzt nicht gerade allzu schwer. Und damit haben wir endlich die drei Lichttropfen. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Und jetzt kann ich mir ein Rollphantom zulegen, ja. Was ziemlich, ziemlich cool ist, denn jetzt kann ich hier einfach alles so zerstören, wie ich das will. Hehe, ich habe ein Trümmerphantom übernommen. Okay, so heißen die, alles klar. Ja, klingt ein bisschen besser als Rollphantom. Jetzt kann ich durch die Gegend rollen. Hoffentlich wird mir nicht schlecht. Mal schauen. Gut, jetzt müsste ich... jetzt kann ich auf jeden Fall hier im 18. Stock... weiter.